Schnell und zuverlässig, pünktlich zu jeder Jahreszeit, über die Grenzen der Länder hinweg. Europas moderne Züge führen sicher in das Herz der Städte. Einer von ihnen ist der Rheingold. Amsterdam, Hauptstadt der Niederlande, das Venedig des Nordens, erbaut auf Wasser und Schlamm, getragen von unzähligen hölzernen Pfählen. Eine Stadt mit Geschichte und Tradition, aber auch eine Stadt mit einem unendlich wachen Handelsgeist. Eine Stadt zwischen gestern und morgen. Zentralstation. Der Hauptbahnhof von Amsterdam, zwischen Grachten und Hafenbecken, nahezu eine Insel, ist Ausgangspunkt einer Reise, die uns über eine der schönsten Strecken Europas führen soll. Abfahrbereit steht der Rheingold am Gleis 1. Fahrplanmäßig auf die Minute wird ihn die schwere holländische Elektrolok aus der Halle ziehen. Die Mühle in Mitte der Großstadt, ein letzter Gruß von Amsterdam. Und noch einmal sind die malerischen Häuserfronten zu sehen. Über Weichen und Kreuzungen eines Vorstadtbahnhofs hinweg geht es in die weite holländische Ebene mit schmucken Dörfern, mit saftigen Wiesen und Weiden. Schon nähert sich unser Zug Utrecht, dem Verkehrsmittelpunkt des Landes, einer lebhaften Stadt mit alter Universität und junger Industrie. Hier werden die Kurswagen aus Hoek van Holland und Rotterdam angehängt, die den Anschluss an die Fähre von den britischen Inseln bildeten und damit den Rheingold zu einer echten europäischen Verbindung werden lassen. Kleine Wald- und Heideflächen lösen die Weiden der Niederungen ab. Und jetzt ist es nicht mehr weit bis Arnhem, dem letzten Halt auf dem niederländischen Boden. Go,
Der Zugführer der Niederländischen Spurwege übergibt hier an seinen deutschen Kollegen, denn jetzt übernimmt die Deutsche Bundesbahn den Zug und wird ihn sicher bis zum Zielbahnhof bringen. In schmucker Uniform und sehr freundlich die niederländische Passkontrolle. Und während unser Zug noch durch die Randbezirke von Arnhem rollt, kommt auch schon die deutsche Passkontrolle. Im westlichen Europa unserer Tage auch nur noch eine Formsache. Noch sind wir auf niederländischem Boden, doch während unser Fahrgast jetzt auf sein Frühstück wartet, passiert der Zug fast unmerklich die Grenze. Wir sind in Deutschland. Die Landschaft hat sich bisher kaum verändert. Die satten Wiesen und weiten Felder des Niederrheins lassen die Nähe des großen Flusses ahnen. Und nun ist es nicht mehr weit bis ins Gleislabyrinth des Ruhrgebietes. Druckereien und Fördertürme, rauchende Schlote und Fabrikhallen. Dazwischen, als eigentümlicher Kontrast, immer wieder Wiesen, Weiden, Kühe. So zieht das industrielle Zentrum Deutschlands am Zugfenster vorüber. Duisburg kommt in Sicht. Zusammen mit seinem Schwesterzug, dem Rhein-Pfeil, der von Dortmund kommt und nach München weiterfährt, gleitet der Rheingold in die Bahnhofshalle. Lokwechsel und Austausch der Kurswagen. In wenigen Minuten wird hier Präzisionsarbeit geleistet, werden Signale gestellt und Weichen freigegeben. Pünktlich ist unser Zug abfahrbereit. Zum Fernschnellzug Rheingold nach Basel über Düsseldorf, Köln, Bonn, Koblenz, Mainz, Mannheim, Karlsruhe, Freiburg. Bitte einsteigen und die Türen schließen. Der Zug fährt sofort ab. Der nächste Großstadtbahnhof kündigt sich an. Das Verwaltungszentrum des Industriegebietes zwischen Rhein und Ruhr, Düsseldorf. Die imponierende Kulisse eines chemischen Großbetriebes bleibt zurück. Da tauchen in der Ferne schon die Türme von Köln auf. Colonia Agrippina, das heilige Köln. Zum ersten Mal überquert unser Zug nun den Rhein, den Strom, dessen Namen er trägt.
unmittelbar vor uns, zum Greifen nahe, der Kölner Dom. Und direkt daneben der Hauptbahnhof, eine der Drehscheiben des europäischen Verkehrs. Noch am Stadtrand von Köln nimmt unser Zug wieder Fahrt auf. Die Tachonadel klettert. Sicher gleitet der Rheingold über Schienen und Weichen und eilt an den fruchtbaren Gemüsefeldern der rheinischen Tiefebene vorbei. Hauptstadt der Bundesrepublik. Eine Minute Aufenthalt. Im Aussichtswagen mit seinem unbeschränkten Rundblick nach allen Seiten werden die Plätze eingenommen. Denn jetzt fädelt sich der Zug unmittelbar ins enger werdende Rheintal ein. Der Blick aus dem Fenster geht direkt auf den Fluss, der nun unseren Zug auf weite Strecken begleitet. Weitet sich das Tal. Dann überquert der Zug am Deutschen Eck die Mosel. Und von Ferne sieht man die alte Feste Ehrenbreitstein über den Rhein herüberschauen. Der Geschäftsführer des Speisewagens nimmt nun die Bestellungen für das Mittagessen auf. Unser Zug rollt schon durch Koblenz und dem romantischen Tal des Mittelrheins mit seinen Weinbergen und Burgen entgegen. Hier gleich eine der schönsten, die Marxburg. Sollte man sich wirklich schnell einen Platz im Aussichtswagen sichern und nicht mehr von der linken Zugseite weichen. Ein paar bekannte Burgen, die feindlichen Brüder Sternberg und Liebenstein. Die malerische Rheinlandschaft entfaltet sich jetzt in aller Großartigkeit. Und wo das Tal für Straße und Bahn zu eng wird, bitte sehr, dafür gibt es Tunnels. Und zwischen zwei Tunnels schnell einen Blick auf eine vielbesungene Sehenswürdigkeit, den Loreleifelsen.
Ein neuer Akzent dieser großartigen Landschaft. Mitten im Strom die Rheinpfalz bei Kaub. Rheintal breiter. Der Zug durchfährt den Rangierbahnhof Bingerbrück. Und nun ist es nur noch ein kleines Stück bis zum nächsten Halt, dem Bahnhof der 2000-jährigen Stadt Mainz, dem goldenen Mainz. Während unser Zug noch die Vorstadtbahnhöfe von Mainz durchfährt, verbucht die Stewardess ihre Bestellungen auf der Registrierkasse. Ein moderner Zug hat eben auch moderne Organisationsmittel. Unser Blick streift die satten Rebenhänge Rheinhessens. Ausgerichtet wie Zinnsoldaten stehen die Weinstöcke. Im Geschwindschritt huschen sie am Fenster vorbei. Zwischen den beiden Industriestädten Ludwigshafen und Mannheim überqueren wir noch einmal den Rhein. Und während sich der Fahrgast genüsslich seinem appetitlichen Mittagessen widmet, gleitet der Rheingold am Mannheimer Schloss vorbei, verlangsamt seine Fahrt und verschwindet im Schienengewirr des Bahnhofs. Zur Linken tauchen die Höhen des Schwarzwaldes auf. Und wir begeben uns jetzt mit dieser netten Stewardess in den Barwagen, wo man offensichtlich einer Anregung der Landschaft draußen folgt und sich einen herzhaften Schwarzwälder Kirsch kredenzen lässt. Solch stimmungsvolle Szenerie lässt kaum vermuten, dass unser Rheingold jetzt mit Höchstgeschwindigkeit über die Schienenstränge der Rheinebene dahin braust. Von rechts schimmern die Höhenzüge der Vogesen herüber.
Unser Zug aber nähert sich bereits Freiburg, der südbadischen Metropole, die uns mit der schlanken Silhouette ihres weltbekannten Münsters begrüßt. Bis jetzt hatten wir das beste Reisewetter. Nun fährt der Zug einer Regenwand entgegen. Aber was macht das schon? Im strömenden Regen der Rheingold-Gegenzug auf der Fahrt nach Norden. Die Sonne kommt schnell wieder heraus. Ganz nahe tasten sich die Schwarzwaldberge an die Strecke heran. Also fährt man hindurch. Noch ein Blick in die Rheinebene. Der Güterzugverkehr wird nun dichter, denn gleich durchfahren wir den großen Grenzverschiebebahnhof Weil, noch auf deutschem Boden. Und dann ist es nur noch ein Katzensprung bis nach Basel, bis in die Schweiz. Im Speisewagen wird es leer. Und da ist auch schon der badische Bahnhof von Basel, bereits auf Schweizer Gebiet. Grüezi, willkommen in der Schweiz. Hier ist die Zollkontrolle eine harmlose Angelegenheit. Und nach kurzem Zwischenaufenthalt sind es nur noch wenige Kilometer zum Endziel der Reise. Zum letzten Mal geht es über den Rhein, der ganzen Fahrt ihr Gepräge gab. Schaut sie, das gastfreundliche Basel grüßt herüber. Und dann ist es nicht mehr weit bis zum Hauptbahnhof. Auf die Minute nach fast 800 Kilometer Fahrt ist der Rheingold am Ziel. Die Fahrgäste steigen aus, die Kurswagen weiter nach Süden werden umgehängt und auch das Speisewagenpersonal ist am Ziel. Nur die Abrechnung muss noch gemacht werden. Aber auch das ist bald geschafft. Mit der Registrierkasse ist das sowieso kein Problem. Und dann ist auch hier Feierabend. Eine interessante Reise mit einem schnellen Zug durch eine schöne Landschaft ist zu Ende.